Weiter geht's mit Problemen zum Momentum. Wir wissen ja nun bereits, wie wir eindimensionale Momentumprobleme lösen können. Also liegt ja nichts näher, als sich als nächstes ein zweidimensionales Momentumproblem zu nehmen. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Beim zweidimensionalen Momentumproblem ist eigentlich das Schöne daran, dass man dafür als Beispiel immer ziemlich gut einen Billardtisch nehmen kann oder ich mag Snooker, also nehmen wir in unserem Fall mal einen Snookertisch. An sich ist es ja kein Unterschied, zumindest nicht, was das Problem angeht. Und das Gute daran ist, dass man oft schon ein Gefühl dafür hat, wie sich die Kugeln verhalten, wenn man, also man kann das Spiel ja spielen, ohne überhaupt irgendeine Ahnung von Physik zu haben. Und mal gucken, ob wir es schaffen, die rote Kugel hier unten in die Tasche zu befördern, gegeben mit den folgenden Annahmen. Die weiße Kugel hat eine Masse von 150 Gramm und die rote Kugel 75 Gramm. Für die, die jetzt sich mit Snooker auskennen, die Kugeln müssen eigentlich gleich schwer sein, aber um das nachher besser erklären zu können, habe ich jetzt mal ein bisschen geschummelt und die Kugel mal nur halb so schwer gemacht. Und wir wissen, dass sich die weiße Kugel, wenn wir sie stoßen am Anfang, geben wir ihr einmal einen Impuls mit. Sie wird 3 Meter pro Sekunde schnell sein und sich bewegen. Und wird dann, wenn sie gegen die rote Kugel stößt, und da kommt jetzt halt so das Gefühl mit ins Spiel, dann kann man sich ja vorstellen, dann wird die weiße Kugel ungefähr so in diese Richtung hier gehen. Und das haben wir schon gegeben. Wir wissen, dass sie sich danach mit 2 Metern pro Sekunde bewegen wird und mit einem Winkel von 30 Grad abgestoßen wird. Und wir wollen jetzt halt gucken, wohin geht die rote Kugel, geht sie in die Tasche, und wir können sogar gucken, wie schnell sie sich dahin bewegen wird. Also könnten wir sogar rausfinden, wie schnell sie in der Tasche verschwinden wird, wenn wir es denn schaffen, sie einzulochen. Also, wir werden also Ronnie O'Sullivan und John Higgins werden alle übertrumpfen, weil wir sogar die Physik dahinter kennen. Gucken wir doch mal. Wenn wir ein zweidimensionales Momentumproblem haben, dann machen wir eigentlich nichts anderes als in den Problemen mit oder in den Aufgaben, als wir uns mit Geschossen beschäftigt haben. Zwei Dimensionen heißt einfach nur, okay, wenn ich irgendwas zweidimensional habe, kann ich nicht rechnen, also mache ich zwei eindimensionale Probleme draus und rechne die einfach aus und addiere die dann beide. Und genau das gleiche machen wir hier auch wieder. Wir wissen vom Momentum, dass sich das Momentum eines Systems an sich nicht ändert, außer es wird von außen eine Kraft eingewirkt. Wir haben ja jetzt hier folgendes System. Wir haben den Tisch, obwohl wir den an sich vernachlässigen können, weil wir ja uns nur zwei Dimensionen angucken. Das heißt, die Gravitationskraft spielt in dem Fall keine Rolle, das wäre die andere Dimension. Und wir haben nur zwei Objekte in diesem System und wir geben nur einmal einen Impuls rein oder ein Momentum. Und das ist halt das, was die Kugel hier am Anfang haben wird, mit 3 Metern pro Sekunde, also diese Bewegung in die Richtung. Und wenn der Impulserhaltungssatz für eine Dimension, hatten wir ja bisher auch ausgerechnet, dann würde er ja für zwei Dimensionen auch gelten, und zwar jeweils einmal für jede Dimension. Also, ich erzähle jetzt wieder viel, gucken wir uns das erstmal an. Also wir wissen, dass sich das Gesamtmomentum, weil wir genau zwei Objekte haben, ich nenne es mal P Gesamt, setzt sich ja zusammen aus dem Momentum von der weißen Kugel. Also ich versuche übrigens alles in weiß zu schreiben, was mit der weißen Kugel zu tun hat. Und ich mache trotzdem noch ein W unten dran. Und alles rot zu schreiben, was mit der roten Kugel zu tun hat. Also ich denke, das hier ist ja noch recht einleuchtend. Das Gesamtmomentum setzt sich zusammen aus dem Momentum von der weißen Kugel und dem Momentum von der roten Kugel, richtig? Ich denke, auch soweit ist das noch keine Hexerei. So, dann gucken wir uns doch mal die erste Situation an, also unsere Ausgangssituation sozusagen. Ich schreibe mir hier eine Ausgangssituation. Ausgangssituation. So, und wie gesagt, jetzt gucken wir uns einfach beide Richtungen an. Also wir gucken uns einmal die X- und einmal die Y-Richtung an. Also, der Gesamtimpuls in X-Richtung ergibt sich aus dem Gesamtimpuls oder aus dem Impuls der weißen Kugel in X-Richtung. Und der ist, wie gesagt, Impuls berechnen wir ja mit Masse mal Geschwindigkeit. Also die weiße Kugel hat eine Masse von 150 Gramm. Das sind, rechnen wir es gleich in Kilogramm um, 0,15 Kilogramm. Mal seine Geschwindigkeit. Und seine Geschwindigkeit sind 3 Meter pro Sekunde. Mal 3 Meter pro Sekunde. Und darauf addieren wir den X-Impuls von der roten Kugel. Und wenn wir mal gucken, als wir die weiße Kugel gestoßen haben, hat sich die rote Kugel ja noch nicht bewegt. Das heißt, wir haben ihre Masse 0,075 Kilogramm mal 0 Meter pro Sekunde. Das ist ja ziemlich praktisch, weil dann fällt der Term hinten schon mal weg. Das heißt, unser Gesamtimpuls in X-Richtung wird sein, wieder den Taschenrechner vergessen zu öffnen. Ich hoffe, du siehst mir das nach. So,
Da ist unser Taschenrechner. Also 0,15, das ist das Gewicht, mal 3. Okay, ich sehe auch gerade, das hätten wir auch eigentlich im Kopf rechnen können. Okay, nehmen wir mal so hin. 0,45 Kilogramm Meter pro Sekunde. Das heißt, am Anfang gibt es nur diesen einen Impuls oder ist das der Gesamtimpuls von dem ganzen System in X-Richtung. Jetzt können wir uns das Ganze noch in Y-Richtung angucken. Nehmen wir es mal auch PG in Y-Richtung. Und wir hatten ja schon gesagt, dass sich die Kugel überhaupt nicht bewegt. Das heißt, dann bewegt sie sich ja unter anderem auch nicht in Y-Richtung. Das heißt, den roten Term können wir schon mal wegfallen lassen. Und der von der weißen Kugel ist auch 0, weil wir bewegen uns ja nur in die X-Richtung. Wir haben ja extra, deswegen habe ich ja hier keinen Winkel gegeben, weil wir uns wirklich nur gerade in die X-Richtung bewegen. Das heißt, PGY, also der Gesamtimpuls in Y-Richtung, ist einfach nur, wir sollten übrigens, wenn wir ganz genau sind, das hier noch, wir wollen uns die Notation ja angewöhnen. Das noch multiplizieren mit dem Einheitsvektor, damit wir immer die Richtung gegeben haben. Und in Y-Richtung haben wir 0 Kilogramm Meter pro Sekunde mal dem Y-Einheitsvektor. Oder dem Einheitsvektor für die Y-Richtung. So, also wissen wir jetzt danach, wenn die Kugeln sich getroffen haben, das ist ja die nächste Situation, die wir uns angucken wollen, dann müssen die Impulse gleich groß sein. Oder muss das Momentum in beiden Situationen oder für beide Richtungen gleich groß sein. Und da können wir ja mal gucken, wie sich das für die weiße Kugel erstmal verhält und können dann abziehen von dem Gesamtmomentum das, was die weiße Kugel in X- und Y-Richtung haben wird. Also ich zeichne mal die Situation hier nochmal links hin. Wir haben hier irgendwie eine weiße Kugel und wenn sie hier getroffen hat oder wenn sie hier auf die rote Kugel getroffen ist, dann hat sie ja eine Geschwindigkeit in die Richtung, die kennen wir schon. Die ist 2, ich schreibe jetzt mal nur den Wert dran. Und das können wir jetzt zerlegen in eine Y-Komponente. Ein Teil von der Geschwindigkeit wird ja aufgewandt, nur um in die Y-Richtung zu kommen. Also nehmen wir es mal, wir nehmen ja die Geschwindigkeit. Also Vy. Und nehmen wir, welche Farbe haben wir noch nicht genommen? Violett. Das ist dann die Komponente in X-Richtung. Und wir wissen schon, dass der Winkel hier unten, der Winkel hier, der ist 30 Grad. Ich hoffe, das ist nicht zu klein geschrieben. Aber wir haben es ja hier oben auch nochmal stehen. Also der Winkel hier unten ist ja, das ist ja genau der Winkel hier. Den habe ich hier oben ja nochmal hingeschrieben. So, also würde ich behaupten, können wir ja ausrechnen, wie groß die einzelnen Seiten sind. Also wir können erstmal die Geschwindigkeit in Y-Richtung ausrechnen. Ich mache mal, ich grenze das hier mal ein bisschen ab, dass wir nachher mal wissen, wo wir hingucken müssen. Damit das hier nicht alles zu stark durcheinander kommt. Also, wir gucken uns erstmal an die Y-Richtung zum Beispiel. Also die Geschwindigkeit in Y-Richtung, der Betrag davon, das ist die Gegenkathete von dem Winkel. Das heißt, die Seite ist so groß wie die Hypotenuse mal dem Sinus von 30 Grad. Mal dem Sinus von 30 Grad. Wenn dir das zu schnell ist, wie gesagt, du kannst gerne nochmal dir die vorherigen Videos angucken. Da haben wir sowas immer recht ausführlich behandelt. Und den Sinus von 30 Grad, den kennen wir, der ist 1,5. Das heißt, unsere Geschwindigkeit in Y-Richtung wird exakt 1 Meter pro Sekunde sein. 1 Meter pro Sekunde. Und in die X-Richtung, der Betrag von Vx ist, das ist ja dann die Ankathete, also es ist dann die Hypotenuse, mal dem Cosinus von 30 Grad. Cosinus von 30 Grad ist Wurzel 3 halbe. Und Wurzel 3 halbe mal 2 ist genau Wurzel 3 Meter pro Sekunde. So, wenn wir jetzt natürlich die Geschwindigkeit haben in beide Richtungen, dann können wir ja auch rausfinden, wie groß das Momentum ist, da wir ja wissen, wie viel die weiße Kugel wiegt. Das heißt, wir können uns ja angucken, wie groß ist denn eigentlich das Momentum der weißen Kugel nach dem Zusammenstoß in Y-Richtung. Das ist ja die Masse von der Kugel, also 0,15 Kilogramm, mal seine Geschwindigkeit in Y-Richtung. Ich mache mal das Y hier unten vielleicht gelb. So, mal die Geschwindigkeit, und das ist 1 Meter pro Sekunde, macht also insgesamt 0,15 Kilogramm Meter pro Sekunde.
So, bleibt noch die x-Richtung übrig. Also das Momentum der weißen Kugel in x-Richtung. Und das setzt sich ja auch wieder zusammen aus dem Gewicht der Kugel, der Masse. Ich darf das immer nicht verwechseln. Gewicht und Masse ist natürlich ein Unterschied. Also wenn die Masse der Kugel mal dem Momentum, mal der Geschwindigkeit. Und dann kriegen wir das Momentum. Also Wurzel 3 Meter pro, Meter pro Sekunde. So, das kann ich nicht im Kopf ausrechnen. Da fragen wir den Taschenrechner. Was ist denn, wir wollen die Quadratwurzel aus 3 haben. Und das wollen wir multiplizieren mit 0,15. 0,2, machen wir 0,26. 0,26 Kilogramm Meter pro Sekunde. So, das Video ist schon recht lang geworden. Ich teile das mal auf. Also jetzt wissen wir schon die Komponenten in diese Richtung. Und in welche Angabe war das? Das Angabe war gelb. Und in diese Richtung. Nicht gut gezeichnet. In diese Richtung. Und wenn wir das wissen, dann können wir im nächsten Video herausfinden, wohin sich die rote Kugel bewegen wird.